Hallo und herzlich willkommen zum Tutorial Mindmapping mit OPSH. Auf der Schulportalseite finden Sie den Button OPSH. Dort klicken Sie drauf. Auf der Startseite von OPSH finden Sie die Möglichkeit, einen Account zu erstellen oder sich einzuloggen. Verwenden Sie dazu Ihre Dienst-E-Mail-Adresse und das von Ihnen vergebene Passwort. Auf der Übersichtsseite von Ihren erstellten Pinwänden sehen Sie rechts unten das Pluszeichen. Dort können wir eine neue Pinwand erstellen. Hier haben Sie viele Einstellungsmöglichkeiten. Für unsere Assoziationskette wählen wir die freie Form. Nachdem wir die freie Form gewählt haben, füllen wir alle relevanten Daten ein. Eine Überschrift, in diesem Fall habe ich das Thema Wasserklasse 5 gewählt, eine Beschreibung, Dienststellennummer und E-Mail-Adresse werden automatisch eingefüllt und natürlich ein Passwort für den Moderator und für die Schüler. Hier muss ein sicheres Passwort vergeben werden. Dieses muss Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, eine Zahl und Sonderzeichen enthalten. Für die Schüler ist das Passwort Pflicht. Auf dieser Seite können Sie weitere wichtige Einstellungen machen, wie die Kommentarfunktion, Linien oder Medieneinbindung. Auf der nächsten Seite können Sie einstellen, ob Sie Likes zulassen wollen. Auf der rechten Seite finden Sie ein Vorschaufenster. Dort sehen Sie, wie das Ganze dann später aussieht. Sie können Likes zulassen oder es auch ausschalten, es auswählen, ob es ein Stern oder ein Herz sein sollte und unten können Sie die Form der Textboxen einstellen und die Größe der Texte. Gegebenenfalls können Sie auch die Schriftart ändern. Im nächsten Bereich können Sie das Farbschema Ihrer OPSH-Pinnwand anpassen. Hintergrundfarbe, Beitragsfarbe und Kommentarfarbe können verändert werden, je nach Belieben. Es bietet sich an, dies zu tun, damit man den Unterschied der einzelnen Teile erkennen kann. Im letzten Bereich stellen wir noch die Verbindungslinien her. Rechts sehen Sie wieder ein Vorschaufenster. Links können Sie die Liniendicke verändern, einstellen, ob es eine durchgezogene oder gepunktete Linie ist, die Farbe und ob es einen Endpfeil geben soll. Zum Schluss erhalten Sie nochmal eine Übersicht über Ihre Einstellungen, die Sie getätigt haben. Auf unserer Pinnwand betätigen wir nun das Pluszeichen. Damit erstellen wir unseren ersten Pin. Hier legen wir das Überthema fest und erzeugen eine Leitfrage. Der erzeugte Pin erscheint jetzt links oben in der Ecke. Wir können ihn verschieben und auch in der Größe ändern. Danach können zum Beispiel von den Schülern weitere Pins erstellt werden, die zu diesem Pin Bezug haben. Auch dieser kann jetzt an die richtige Stelle gebracht werden und in der Größe variiert werden. Wenn Sie rechts unten auf den Pfeil klicken und den Überpin anklicken, können Sie diese beiden Pins miteinander verbinden. Dies können Sie beliebig oft wiederholen, sodass eine zum Beispiel Mindmap oder eine Assoziationskette entsteht. Dieses können Sie natürlich auch in Reihe gestalten.
Über das Sprechblasensymbol auf der linken Seite in jedem Pin können Sie Kommentare hinzufügen oder die Schüler Kommentare hinzufügen lassen, um dort vielleicht noch Ideen oder Verbesserungen reinzuschreiben.